Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Dishonored 2. Im ersten Teil haben wir ganz schön viel abgefahrene Sachen gesehen. Plötzlich hat Emily eine Tante, von der sie jahrelang nichts wusste, und startet sofort einen Putschversuch. Jetzt ist unsere Aufgabe, hier raus zu entkommen und der Sache nachzugehen. Warum und wieso? So, dann schauen wir uns erstmal um. Typische Bieren essen. Lecker. Sehr komische Trauben. Kristallapfel. Molleiapfel. Lecker. Haben wir hier was Besonderes? Eine Karte von Dunwall. Ja, da kennt man jetzt nicht viel drauf. Schreibmaschine. Ding. Super, okay. Da ich den Anfang schon gespielt habe, weiß ich auch, wo wir raus müssen. Genau, super. Falsches Fenster. Raussteigen. Und los, nicht runterfallen. Wie oft habe ich diese Skyline gesehen? Es wirkt, als hätte sich alles verändert. Ab in den nächsten Raum. Und raus aus dem Zimmer. Delilah ist wohl eine Hexe. Wie ist das nur möglich? Also wieder leichter Beutel, 10 Münzen. Lady Emily, so gut wie alles. Es geht Ihnen gut. Blöde. Meine Güte. Ein Schloss. Ich brauche den Siegelring. Ah. Geheimgang. In den kaiserlichen Gemächern gibt es einen Geheimgang zur Straße, aber dazu brauchst du deinen Ring. Okay. Kommode. Nichts drin. Leichter Beutel. Oh. Wo ist der kaiserliche Schutzherr? Hier läuft ein Staatsstreich. Mein Vater. Er wurde eingesperrt, sozusagen. Sie müssen aus dem Tower heraus. Durch den Schutzraum. Da war ein Kapitän, früher am Tag, unten am Hafen. Hat den Schutzherrn gesucht. Finden Sie sie. Fliehen Sie aus Dunwall. Alexi, tut mir leid. Leben Sie wohl. Ja. Neue Kapitänin. Eine neue Kapitänin ist in Dunwall eingetroffen. Ihr Name ist Megan Foster und sucht nach Corvatano. Vielleicht kann sie dir helfen. Ja. Essen. Ah. Diese Bastarde gehören zu Ramsay und zum Herzog von Sekunas. Und die Lage auszuspielen. Upp. Gucken. Nein, bemerkt mich nicht. Also, ich habe zwei und. Ich versuche in diesem Spiel die meisten Leute nicht umzubringen, weil sich das auch auf die Spielwelt auswirkt. Wie stark sich das auswirkt, weiß ich gar nicht. Gucken wir erstmal im Badezimmer weiter. Münze, Münze, Münze. Badesalz. 15 Münzen. Audiografen hören wir uns gleich an. Hier erst nochmal rein. Badesalz. Auch noch ein Schrank, nichts drin. Dann hören wir uns mal, was der Audiograf zu sagen hat. Ja. Emily, ich weiß, das sind schwierige Zeiten. Du herrschst über 4 Nationen. Ich kann mir kaum vorstellen, unter welchem Druck du stehst. Nur du und vor dir deine Mutter können wissen, wie das ist.
Wer auch immer deine Feinde erledigt, tut es kalkuliert, um uns zu schwächen. Ich weiß, wie es ist, für Morde beschuldigt zu werden, die man nicht begangen hat. Aber glaub mir, wir finden diesen Kronmeuchler und lassen ihn bezahlen. Morgen ist der Jahrestag ihres Todes. Ein wirklich trauriger Tag. Aber denk auch an all das, was in den letzten 15 Jahren geschehen ist. Du bist auf dem Thron geblieben und hast getan, was deiner Meinung nach richtig für die Menschen im Reich war. Du hast den überschwemmten Bezirk trockengelegt und die Banden in Schach gehalten. Gestern ist ein prächtiges Schiff mit Jessamines Namen vom Stapel gelaufen. Du bist die Herrscherin geworden, die deine Mutter wollte. Und ich bin stolz auf dich. No. Spähen. Das ist, glaube ich, immer ganz sinnvoll. Gucken, ob irgendwelche Gegner noch drin sind oder nicht. Aber hier scheint alles in Ordnung zu sein. Guck ich mal rein. Ja. Bisschen Basisalz. Ja. Hat sich gar gelohnt. Nehmen. Bitte um Audienz nehmen. Bitte um Audienz. Hauptmann Mayu. Sie kennen mich nicht, aber Sie müssen dem kaiserlichen Schutzherrn ausrichten, dass ich eine Nachricht für ihn habe, die ich ihm nur persönlich übergeben kann. Ich arbeite mit einem alten Freund zusammen, Anton Sokolov. Alle Schiffe sollten den Hafen verlassen, aber ich warte, solange ich kann. Bitten Sie Lord Koro, mich hier zu treffen. Mein Schiff ist die Dreadful Whale. Megan Foster. Okay. So. Da unten ist der Thronsaal. Kaiserlicher Schutzherr. Ja, das ist jetzt viel zu lesen. Lass das mal so ein bisschen stehen. Dann kann man ja auf Pause drücken und sich das nochmal durchlesen, wenn man Lust hat. Ja, okay. Machen wir mal weiter. Immer alles durchsuchen. Kronmeuchler schlägt wieder zu, eine Zeitung. Die Bewohner von Dumbo sind in Angst und Schrecken, nachdem ein weiterer entscheidender Kritiker von Kaiserin Emily Curtin gewaltsam den Tod gefunden hat. Das jüngste Opfer ist kein geringer als der berühmte Unternehmer und Kunstmäzen Ichabod Boyle. Boyle hatte in einem kurzen erscheinenden Kommentar der Kaiserin wegen ihren, in seinen Worten, schludrigen Regierungsarbeiten und absichtlicher Vernachlässigung ihrer Pflichten aufs Schärfste kritisiert. Aufgrund der grausamen Einzelheiten am Tatort wird von offizieller Seite der Kronmeuchler für den Mord verantwortlich gemacht. Während die entscheidendsten Widersacher ihrer Majestät einer nach dem anderen dem berüchtigsten Mörder zum Opfer fallen, wagen wir die Frage, ist nun die Pflicht des kaiserlichen Schutzherrn, all jene zu beseitigen, die den Thron kritisieren? Na, müssen wir mal gucken. Lichter Beutel. Und wieder nichts. Oh, oh, oh. Da schleichen wir uns mal an. Ich hoffe. Und zack. Und tragen.
Das ist auch ganz wichtig, Leute wegtragen in Ecken, wo man sie nicht findet. Weil sonst schrecken die Wachen auf. Und dann gibt's Ärger. Hier ist auch nichts drin. Auch nichts drin. So. Münze, Münze. Zweiermünze. Oh. Standort, Alarm einstellen. Tür. Der Thronsaal ist verriegelt. Wir sollten jetzt Zeit haben. Bleiben Sie hier und halten Sie jeden auf. Ich bin zurück, wenn ich alles durchsucht habe. Falls ich mich nicht selbst in diesem verdammten Schutzraum einsperre. Wir stehen bereit, falls ein Begleiter des Herzogs auftaucht. Das ist aufregend. Alles wird anders. Ja, die natürliche Ordnung setzt sich wieder durch. Wir Ramseys haben das Königspaar von Morley bewirtet. Wussten Sie das? Ich habe meine Kindheit mit den Buntings und Boyles verbracht. Mit der feinsten Gesellschaft. Und bald werden Sie wieder dazuzählen, Hauptmann. So, das ist jetzt, Ramseys Familie wurde aus dem Adel enthoben und er hegt wohl noch einen Groll. Warum ich schuld sein soll, weiß ich nicht. Aber wie dem auch sei, Ramsey ist gefährlich. Ich muss ihn ausschalten. So, das, was ich sagen wollte, ist, jetzt kommt das Besondere an Dishonored. Wir haben jetzt entweder die Möglichkeit, ihn einfach umzubringen. Oder auf eine gewisse Art unschädlich zu machen. Ich stelle mal den Alarm ein. Um Haushälterinnen zu ärgern. Und ich dachte, das Leben wäre kompliziert gewesen. Fast entdeckt, fast entdeckt. Deinen Kopf bringe ich dem Herzog. Gerade nochmal Glück gehabt. So, plündern. Da ist der Ring. Den lasse ich nicht mehr los. So. Bringe Mortimer Ramsey in den Schutzraum. So. Genau. Ja, fast entdeckt worden. Ja, okay, ich bin entdeckt worden, aber. Ich konnte ihn noch ruhig stellen, bevor die anderen Wachen kamen. Das ist für mich unentdeckt. Ja. So, Schutzraum. Schloss öffnen. Das Schloss stammt von Sokolov. Ist einfach in der Falle. So. Jetzt wieder aufnehmen und. Ab in den Schutzraum. So, lege ich ihn hier aufs Bett. Gut, zur Nacht. Brief von Wyman. Lesen. Emily, ich wollte dich heute Morgen nicht wecken, aber ich hoffe, du vergibst mir, da wir uns schon gestern Nacht 100 Mal Lebewohl gesagt haben. Und die einzige Gelegenheit, dich mit zerzausten Haaren zu sehen, ist nun einmal, wenn du schläfst. Bei Sonnenaufgang setzt du dich erneut dein Kaiserinnengesicht auf. Ich bin froh, dein wahres Gesicht zu kennen. Das zu unseren albernen Reimen lacht. Ich will nicht zurück nach Morley, aber ich werde dort gebraucht. Wir sehen uns erst in 4 Monaten wieder. Ich werde dich vermissen. Und ja, ich bringe dir den weißen Tabak für deine Wasserpfeife mit. Lord Corvo wird sie das in ihrer Rolle als Schutzherrin lesen. Sollen sie wissen, dass ich nur scherze und mir bewusst ist, dass weißer Tabak in Crispwall verboten ist. Pass auf dich auf, meine kühne Emily. Fall von keinem Dach herunter. Ich liebe dich. Wyman. Ja. Und hier nochmal ein längerer Bericht, den ich nicht vorlesen werde, weil er einfach zu lang ist. Runterscrollen. So.
Okay. Ist da oben jetzt noch? Also, schließen. Ziel neutralisiert. Die Kaisersuite ganz oben im Dunwall Tower? Sie bleiben hier, bis alles vorbei ist, Ramsay. Mit Brunnenwasser und dem Bett neben einem Vermögen. S und J, Gesundheitselixier. Sollte ich mitnehmen. Knochenartefakte lesen. Auszug aus einem Buch über Seemannstraditionen und aus Walknochen geschnitzte Objekte. Knochenartefakte sind der Segen eines Seemanns, so sagt man. Die Geschichte der Schnitzkunst reicht weit zurück, wurde vor dem alten Hasen an die grünen Schnäbel weitergegeben, die noch nicht auf einen schwankenden Deckel geradeaus gehen konnten. In längst vergangenen Zeiten fertigte die Seemänner Schnitzereien aus den Stoßzähnen der Eisrobben und den armlangen Hauern des Bären an, die auf ihrer Insel nördlich von Tyvian lebten. Als der Walhandel begann, wandten sich die Schnitzer den Knochen dieser riesigen Bestien zu und schufen Artefakte, die in der Nacht singen und die Manneskraft so mancher Schürzenjägers einen kleinen Segen verleihen oder vor Schwangerschaft schützen. Tja, das hatten wir schon gelesen. Pistolenkugeln nehmen. Waffenkoffer benutzen. Ich vermute, ich brauche die. Pistole und ein Teleskop. Oder Fernglas. Durchblick. Und wieder ein langer Text. Korvatan, der kaiserliche Schutzherr in unserer Zeit, Teil 2. So. Einmal durch. Tresor. Die Reserven helfen nicht gegen Delilah, selbst wenn ich alles hier herausschaffen könnte. Okay. Ein paar Bilder. Schwarze Krabbe. Walöl, Fisch. Gucken wir in den anderen Tresor. Yay, Goldbarren. Das 150, ich. Okay. Ja, das bräuchten wir alle. Schloss. Auf die Straße von Dunwall gehen. Ja, ich würde sagen, dann mache ich jetzt erstmal Schluss. Und wir sehen uns dann in der dritten Folge von Dishonored 2. Bis dahin. Tschüss.